Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Annette von Droste-Hülshoff über das Moor. Eine Landschaft, die noch immer Geheimnisse birgt. Morgens um 6:30 in der Esterweger Dose, einem Moorgebiet bei Sedelsberg, westlich von Bremen. Seit 200 Jahren bauen Menschen Torf im größeren Stil ab. Eisenbahnromantik stellt die Arbeit der letzten Feldbahnen vor, die seit 100 Jahren in den Mooren Norddeutschlands ihren Dienst verrichten. Rangierbetrieb am Gleisdreieck. Ein leerer Torfzug mit 20 Loren wird bereitgestellt zum Beladen. Irgendwie gespenstisch. Das Geheimnisvolle ist daran, es sieht jeden Tag anders aus. Allein durch die Witterung, ob es Winter ist, Sommer ist oder ob mal Nebel ist. Es ist jeden Tag was Neues. Und auch vor allen Dingen Tiere, Rehe oder Gänse oder was hier dann alle so ansässig ist, die verändert sich tätig. Torf ist ein Geschäft. Ohne Torf gäbe es keinen Salat auf dem Tisch, keine Tomaten oder Gurken. Wir besuchen einen der größten Torfbetriebe, Klaßmann-Deilmann. Wozu braucht man Torf überhaupt? Geht es nicht auch ohne? Es geht nicht ohne Torf. Die Branche ist natürlich dabei, nach Alternativen zu suchen. Und wir haben auch Alternativen, Kompost, Holzfasern, Kokos. Und die setzen wir auch ein, soweit es möglich ist. Aber wir haben bislang nichts gefunden, was Torf wirklich vollumfänglich ersetzen kann. Torf gibt es genug. In Deutschland dürfen die Moore noch 20 Jahre lang abgebaut werden. So lange reichen die Ressourcen noch. Und so lange wird es auch die Torfbahnen noch geben. Und diese gigantische Maschine, das Moor-Shuttle. Um den Torf aus dem Feld zum Zug zu transportieren, pendelt es zwischen Torfbergen und Bahngleisen. Zwei Meter breite Raupen tragen das 100-Tonnen-Gefährt auf dem weichen Moorboden. Und gesteuert wird diese einmalige Maschine von Nikolaus Fennen. Da muss man ein bisschen sorgsam mit umgehen, würde ich sagen. Ein bisschen auf achten, Maschinenpflege, wie die laufen, wo die hingehen. Schon seit 30 Jahren arbeitet er im Moor. Sein Job? Das schnelle Beladen des Torfzuges. Zwei übergroße Container enthalten eine komplette Zugladung. Immer zwei Loren werden gleichzeitig befüllt. Mit zwei Fernbedienungen steuert er das Shuttle und den Zug. In 20 Minuten sind 20 Waggons mit jeweils 2 Tonnen Torf beladen. Für mich ist das ein großes Spielzeug. Mehr nicht. Ich empfinde das nicht so. Dann geht man erst ein paar Mal, wenn man neu ist, kommt man drauf, empfindet man das auch so. Und dann, wenn man da länger drauf ist, dann ist das ganz normal. Ein Riesenspielzeug. Dieselloks sind hier im Einsatz. Auf 30 Kilometer Schmalspurgleisen. Spurweite 600 mm.
4% der Fläche Deutschlands sind Moore. Die meisten liegen in Niedersachsen zwischen Hamburg und der holländischen Grenze. Dort fahren noch 38 Moorbahnen, darunter auch einige Touristenbahnen. Vor 30 Jahren waren es noch 200. Sieben Kilometer lang ist die Strecke vom Moor bis zum Torfwerk. Der Zug braucht dafür eine knappe Stunde. Der leere Gegenzug, der am Ausweichgleis gewartet hat, ist bereits wieder auf dem Weg ins Moor. Damit neue Strecken verlegt werden können, bereiten die beiden Torfindustriearbeiter sogenannte Gleisjoche vor. Das Verlegen einer neuen Strecke geht schnell. Zwei Leute schaffen an einem guten Tag 500 Meter. Die Gleisjoche sind mit alten Autobahnleitplanken verstärkt. So kommen die Schienen auf möglichst großer Fläche auf dem instabilen Moorboden zu liegen. Die schlimmsten Punkte sind, wenn wir in den fliegenden Gleis sind und da gibt dann auch wirklich solche Ecken noch, die so nass sind, wo man dann auch dann fast täglich noch nacharbeiten muss, um die Gleise oben zu halten, weil der Untergrund so feucht ist und weil da auch die Moorschicht noch 1 bis 2 Meter dicke sein kann. Und dann muss man natürlich vorsichtig arbeiten und auch gewissenhaft. Durch die lange Brennweite der Kameraoptik sehen die Moorgleise krumm und bucklig aus. Doch diese sind frisch verlegt und tragen mühelos die Tonnenlast. Egon Hanneken ist heute Lokführer. Sonst steuert auch er das Moor-Shuttle. 20 Jahre bin ich hier. Ich habe vorher Fernverkehr gefahren. Ich war auf dem LKW. 7 Jahre habe ich internationalen Fernverkehr gefahren. War ich auch mein eigener Mann. Aber hier ist bis man so noch in der Natur so frei. Ne? Da war ich auf der Autobahn immer. Ja. Ja, 75 Tonnen, die man da schleppt mit den kleinen Loks. Ne? Also da musste man doch schon auch schon ziemlich aufpassen, auch wenn es regnet oder so, damit dass es nicht rutscht. Ja, langsam anfahren, dass, weil die ja nicht stramm aneinander gekettet sind. Die sind ja so, haben ja immer ein bisschen Spiel dazwischen. Ja, das muss man schon ein bisschen vorsichtig und vorausschauend fahren mit den Dingern. Ne? Weil das ist ja immer ein schwammiger Boden, wie Sie eben schon gesagt haben. Kann ja mal eine Lore rausspringen oder ein Achsenbruch. Natürlich haben wir die Geschwindigkeiten ja nicht drauf, wie bei der Bundesbahn, sag ich mal. Aber ja, dann ist dann doch ärgerlich. Da muss mal was kommen, muss ein Bagger kommen, die Lore wieder reinsetzen. Oder die muss komplett rausgenommen werden, weil sie in der Werkstatt muss reparieren. Ja, das ist natürlich Momente, wo auch ja dieser Ablauf, der Arbeitsablauf dann stört. Ne? 50 bis 75 PS hat so eine Diesellok. Neu kostet sie über 100.000 Euro. Mit einer Fernbedienung können zwei hintereinander gespannte Loks synchron gesteuert werden. In der Werkstatt wird eine kaputte Lore repariert. Komm mal rüber, nach zum Fenster. Das machen angehende Industriemechaniker. Der Umgang mit den Loren bei uns hier ist ein rauer Umgang. Die Loren müssen ziemlich was aushalten.
sowohl bei der Beladung als auch bei der Entladung, aber auch auf der Strecke unterwegs. Es kommt schon mal vor, dass mal so eine Lore entgleist und die zieht natürlich gleich 4, 5 Loren hinter sich her. Also im Grunde genommen sind die Lokomotiven eigentlich alle sehr robust. Ja, nur die von heute sind natürlich empfindlicher durch die elektronische Steuerung. Und die Steuerung ist ein Vorteil. Ich kann da sehr feinfühlig mitfahren. Und der Sicherheitsaspekt ist dabei nicht außer Acht zu lassen, sodass wir eine sogenannte Totmannschaltung in den Lokomotiven haben. Was eigentlich bedeutet, wenn ich die Lokomotive nicht quittiere, wird sie sich irgendwann ausschalten. Sind diese Lenkblöcke in Ordnung, wenn sie nicht in Ordnung Alle 750 sind, Kilometer kommt eine Lok in die Werkstatt und wird durchgecheckt. Das liegt nur an den Lenkblöcken. Dann müsst ihr grundsätzlich nachgucken. Grundsätzlich, das liegt da nur dran. Also arbeiten an der Lok ist für mich das Schönste. Also ich mochte es schon immer gerne, Sachen zu reparieren. Und das kann ich halt in Erwartung bei so einer Lok am besten machen. Ölwechsel. Die Maschinentechnik ist hier sehr handfest. Der 20-jährige Erwin ist ein Tüftler und geht gern auf Fehlersuche. Manchmal ist es auch sehr schwer, das herauszufinden. Aber das lässt einen dann halt nicht in Ruhe. Wenn man weiß, es ist etwas kaputt, aber ich finde es dann nicht heraus, dann will ich das, ja, dann versucht man das halt immer weiter, bis man das hat, ne? Radwechsel. Die Räder einer Feldbahn unterliegen einem hohen Verschleiß, weil Metall auf Metall reibt. Ganz schön schwer, so ein Rad. Über 70 Kilogramm. Um das abgeschabte Material zu ersetzen, werden die Räder aufgeschweißt. Mit einer automatischen Vorrichtung brennt ein Schweißapparat enge Schweißnähte rund um das Rad. Das Moor in der Esterwieger Dose umfasst 5000 Hektar. Das sind 7000 Fußballfelder oder eine Kleinstadt. Von Moorromantik ist hier nicht viel zu spüren. Und doch verbreitet diese künstliche Landschaft eine mystische Stimmung. Ankunft im Torfwerk. 18 Torfbahnen kommen täglich hereingefahren. Das heißt gut jede Stunde ein Zug. Der Ablauf ist genau geregelt. Die Züge werden abgestellt und nach in die Fabrikhallen rangiert. Entladen der Loren. Das geht schnell mit dieser Kippvorrichtung. In Sekunden ist eine Lore mit 6 Kubikmeter Torf entleert und wird von einem Kettenzug wieder nach draußen befördert. Jetzt wird der Torf weiterverarbeitet. Der Torf hat physikalische, biologische und chemische Eigenschaften, die in der Summe kein anderer Rohstoff aufweist. Darüber hinaus ist er steril und nährstoffarm. Das heißt, er ist sowas wie eine Nullerde. Und man kann ihn hinterher mit Kalk und Düngern genau dahin bringen, dass er für die Pflanze passt. Und das kann kein anderer Rohstoff. Klaas-Mann Deilmann ist ein Global Player.
Seitdem die beiden Konkurrenten Georg Glasmann und Karl Deilmann 1990 fusionierten. Das fertige Substrat wird in 70-Liter-Säcke gefüllt oder in 2 Kubikmeter große Ballen verpackt. Damit die Qualität gleich bleibt, werden ständig Proben untersucht. Das ist Laborarbeit. Ob der Torf schön bröselig ist, ob der Feuchtigkeitsgehalt stimmt und der pH-Wert. Die Produkte werden nach ganz Europa exportiert. Per LKW, aber auch per Bahn. Für das Rangieren sorgt eine werkseigene Normalspur-Diesellok. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Wir sind im Teufelsmoor. Dort wird nicht mehr abgetorft. Die Flächen sind renaturiert. Maren Arndt kommt bei jedem Wetter hierher, um zu fotografieren, die Schönheit des Moors in Bildern festzuhalten. Irgendetwas gibt es immer zu entdecken. Diesmal findet sie Trompetenflechten. Es ist Glückssache. Es ist immer Glückssache. Also, wenn es im Herbst die Kraniche kommen, dann weiß man, wo die sind. Das ist also immer fast immer die gleichen Orte und die sind auch dann da. Das ist also relativ sicher. Wenn man hier durchgeht, kann es sein, dass sie an einem Tag nichts finden und am nächsten Tag finden sie die Kreuzotter, auf die sie schon ewig warten. Also es ist Glückssache. Der Mensch kann nicht ohne Natur. Wir brauchen das. Und jedes Stückchen Natur, was wir uns hier erhalten können oder was renaturiert ist und sich wieder hier ausentwickeln darf und jedes Tier, was hier zurückkommt, manche Libellen an, waren lange ausgestorben, sind jetzt wieder da, da kann ich mich so drüber freuen. Also wenn Sie die Geschichte vom Teufelsmoor oder anderen Mooren wissen, wie die ersten Siedler hier reinzogen und wie das hier wirklich war, als noch nicht alles trockengelegt war, als es noch nicht keine festen Wege gab, dann war das schon unheimlich. Also ein falscher Tritt kann das Ende damals gewesen sein. Und ich glaube, diese ganzen Moorgeschichten, die haben sich bis heute gehalten. Durch das Teufelsmoor fährt seit über 100 Jahren der Moorexpress. Von Stade bis Bremen ist er 2,5 Stunden unterwegs und passiert dabei auch Worpswede, das bereits im 19. Jahrhundert als Künstlerkolonie entdeckt wurde. Der Moorexpress ist eine Museumsbahn, die von Mai bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen mit Uerdinger Schienenbussen bedient wird. Das schaukelt doch ganz schön. Und die Gleise liegen auch nicht mehr so hundertprozentig gerade. Es ist sehr viel Handarbeit. Ja, die Züge sind ja nun schon etwas älter. Und auch 5 Jahre älter wie ich. Und sind einfach liebevoller zu handhaben. Man muss ein bisschen nach Gehör fahren und auch mit Gefühl. Das ist bei den neuen Zügen
da macht die Technik viel. Und hier muss man alles selber machen und auch überwachen. Einer der Höhepunkte der Strecke ist die Brücke über die Hamme. Eine Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1909, die zurzeit nur mit 10 Kilometern pro Stunde befahren werden darf. Kurz vor Worpswede befindet sich direkt am Bahndamm ein kleines Häuschen, gerade mal 9 Quadratmeter groß. Das gehört einer Worpsweder Malerin. Vor 5 Jahren hat sie die verfallene Hütte erworben und renoviert. Jetzt ist es ihr Sommeratelier und oft sitzt sie einfach nur hier und schaut auf die Landschaft. Also das ist einfach diese Verbindung auch, die dieses Gerätehäuschen hat mit der Bahn, mit den Bahnschienen. Schienen sind für mich auch Wege in die Welt, aus der Welt und in die Welt wieder hinein. Und das ist eben seit meiner frühesten Kindheit so. Zur Malerei kam sie durch ihren Großvater. Der brachte ihr Stifte von der Deutschen Bundesbahn mit. Ich bin sehr meinem Großvater verbunden, weil er mich sehr früh an die Eisenbahn herangeführt hat. Es mir möglich machte, als 5-jähriges Mädchen in einen Güterzug einzusteigen. Der hat extra für mich gehalten. Und das sind natürlich unglaubliche Erlebnisse, die vergisst man nicht. Nächste Station ist Worpswede, das Künstlerdorf. Den Bahnhof hat einer der bekanntesten Künstler der Kolonie entworfen, Heinrich Vogeler. Ländliche Architektur im Jugendstil. Gewohnt hat Heinrich Vogeler im Barkenhof. Den hat er zum Atelier umgebaut und in einem berühmten Gemälde verewigt. Es trägt den Titel Sommerabend. Berühmte Moorbilder sind hier in Worpswede entstanden. Zum Beispiel die Mondnacht von Karl Finnen. Oder Moordamm von Otto Modersohn. Die Künstler kamen aus Bremen, wollten aufs Land, hatten eine romantische Sehnsucht nach bäuerlicher Idylle. Bis heute hat sich Worpswede seinen Ruf erhalten. 150 Künstlerinnen und Künstler wohnen hier. Jeden Tag kommen Gäste, manche mit dem Moorexpress, Tagesausflügler. Die Käseglocke ist eines der markanten Gebäude von Worpswede. Auch das Café Verrückt, wie es die Einheimischen nennen. Friesenstil kombiniert mit kreativer Backsteinkunst. Im Inneren überrascht das Jugendstil-Ambiente und eine Holzplastik mit afrikanischer Symbolik.
Zurück zum Torf. Bis vor 40 Jahren wurde er nur so gewonnen. Gestochen mit der Hand, in mühevoller Arbeit. Als sogenannte Soden. Dann zum Trocknen aufgesetzt, den ganzen Sommer über. Im Winter diente er als Heizmaterial. Und schon damals wurde er mit Torfbahnen transportiert. Als Werksbahnen, Waldbahnen, Trümmerbahnen, Lorenbahnen waren solche Schmalspurzüge bis Ende des 20. Jahrhunderts vielerorts im Einsatz. Zum Schluss besuchen wir noch eine Torffirma, die fast ausschließlich Soden im Moor erntet. Holthaus und Fortmann, ein Familienbetrieb in Lohnekroge, verarbeitet fast nur gestochenen Torf, der besseren Qualität wegen. Hier gibt es ein paar Torfbahn-Besonderheiten. Der Höhenunterschied zwischen Moor und Torfwerk beträgt 18 Meter. Das ist für eine kleine Diesellokomotive grenzwertig. Bis sie in Schwung ist, braucht sie erst mal Sand auf den Schienen. Für Lokführer Ahmed Önder ist das kein Problem. Er weiß, wie man die Lok behandeln muss. Feldbahn erfordert ein gewisses Know-how. Die Leute müssen wissen, wie sie damit umgehen können. Wenn man einen neuen Mann auf eine Lok setzt oder auf einen Bagger im Moor und der soll mit diesem Equipment arbeiten, dann tut er sich sehr, sehr schwer. Dem springen dann die Loren raus, dem springen die Loks raus. Und der hat sehr viel Angstschweiß in den ersten Tagen, bis er es gelernt hat. Das dauert schon eine gewisse Zeit. Eine spezielle Vorrichtung sorgt dafür, dass keine Lore davonrollen kann. Dieser Klappriegel. Rollt der Zug zurück, gräbt sich die Stange ein und bleibt an der nächsten Schwelle hängen. Wie kommt man auf so eine Idee? Heute sagt man auf Neudeutsch Brainstorming, betreibt auf Downs, haben wir einfach nur nachgedacht und sind auf diese einfache Idee gekommen. War das Ihre Idee? Was ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen? Das war im Grunde meine Idee, aber unsere Werkstattleute haben das dann umgesetzt. Und noch eine ungewöhnliche Konstruktion entdecken wir auf dem Werksgelände. Eine E-Lok. Aus einem Feldbahngehäuse wurde kurzerhand der Dieselmotor herausgenommen und dafür ein Elektromotor eingebaut. Gesteuert wird die Rangierlok von der Entladestelle aus. Die Lösung ist in der Beziehung wirtschaftlicher, als dass nicht ständig jemand auf der Lok stehen muss. Beziehungsweise der Mann, der die Lok betätigen will, braucht nicht extra zur Lok hingehen und sich draufsetzen oder die Lok an Ort und Stelle bedienen. Er kann das von seinem Führungsstand, von dem er aus auch das Feld übersehen kann, die Lok steuern. Manchmal rangiert der Torfmaschinenführer auch persönlich. Damit die Loren nicht weiterrollen, dient eine Gleissperre als Haltevorrichtung. Ebenfalls eine Eigenkonstruktion. Die Moorbahnen. Schön, dass es sie noch gibt.